Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute bekommt ihr den zweiten Teil zum Aufbau der Grimme Farm Days 2022. Und wir sind jetzt schon mal eine ganze Ecke weiter, muss man wirklich sagen. Wir sind jetzt mittlerweile drei Tage, glaube ich, weiter seit dem ersten Video. Also wir haben heute jetzt Samstagabend, den, ich glaube, 17. Juni ist das, glaube ich. Und 18. Juni sogar schon. Genau, und am Montag wird die Veranstaltung dann hier beginnen. Und wir sind jetzt wieder am gleichen Ort wie schon vor ein paar Tagen, wo wir quasi begonnen haben, einmal über den Hof zu gehen. Und wir haben heute nochmal alles soweit fertig gemacht, die Details sozusagen hier aufgebaut und die Neuheitenshow geprobt und sind eigentlich so im Gröbsten jetzt soweit durch. Es müssen am Montag noch ein paar Schilder aufgestellt werden. Also von Montag bis Freitag geht die Veranstaltung, Montag Pressekonferenz, Dienstag bis Freitag dann Kundenveranstaltung sozusagen. Und ja, dann müssen wir halt morgens noch ein paar Schilder aufstellen und so, aber alles soweit gut und ansonsten alles soweit fertig. Und ich würde sagen, wir fangen einmal hier vorne an dem gleichen Punkt, wo wir im Prinzip ja auch schon im ersten Teil waren. Und ich weiß schon gar nicht mehr genau, was ich alles erzählt habe, aber auf jeden Fall hier am Eingang haben wir jetzt das Pagodenzelt für den Empfang. Hier neben haben wir einen Varitron 470, eine Used-Maschine, muss man tatsächlich sagen, eine Gebrauchmaschine, die aufbereitet wurde. Sieht zwar aus wie eine neue, kann auch hier direkt gekauft werden, aber ist tatsächlich eine gebrauchte. Hier vorne haben wir jetzt noch einen Auflieger von Spedition Lampe, belabelt mit Grimme, in dem Fall mit unserem Selbstfahrer, mit dem Ventor, vierreihiger Kartoffelvollernter und ganz passend hier auch vor dem Kartoffelfeld. Und hier werden die Kunden auf jeden Fall lang gehen. Man sieht schon, es ist super staubig, also für morgen sind ja, irgendwie nochmal 10 Liter Regen oder sowas angesagt. Eigentlich müssen wir schon fast hoffen, dass die kommen, weil es einfach hier so eine Staubfläche mittlerweile ist. Und der Rasen, den wir angesät haben, ist mittlerweile auch schon ziemlich kaputt gefahren von den paar Maschinen, die wir hergefahren haben. Gut, was heißt paar Maschinen? Also es ist ein ganzer Haufen hier tatsächlich. Aber nichtsdestotrotz, damit es halt nicht ganz so staub, könnten wir ein bisschen Regen vertragen. Aber unterm Strich alles besser, als würden wir hier mit einem Regenschirm stehen müssen. Also für nächste Woche ist auf jeden Fall recht gutes Wetter angesagt. Für morgen nochmal, wie gesagt, 10 Liter. Aber morgen werden wir hier sowieso nichts mehr machen. Von daher freuen wir uns auf jeden Fall dann auf die kommende Woche. Wie gesagt, die Kunden kommen hier an. Hier ist Empfangszelt und theoretisch könnten sie auch hier links lang gehen, schon durch die Lagertechnik. Ich würde aber sagen, wir gehen einmal den alten Weg hier durch, den wir auch schon vor ein paar Tagen zusammengegangen sind und gucken mal, was so alles passiert ist. Und dann kommen wir hier nachher dann wieder raus. Also hier würden die Kunden ja im Prinzip auch normalerweise lang gehen. Und ja, das hier links ist auch noch nicht ganz fertig. Also wir haben jetzt hier die Stromaggregate soweit aufgebaut. Ich weiß gar nicht, ob die letztes Mal schon standen. Ich glaube schon, hier vorne vor fehlen ja jetzt noch die Bauzäune mit der Werbung. Also hier kommen jetzt noch 4 Bauzäune vor, dass das alles so ein bisschen verdeckt ist. Kabellage und so haben wir hier alles eingebuddelt und versteckt. Also kann man hier eigentlich nicht mehr ganz viel von sehen. Alles eingegraben, rübergelegt durch den Wald und so weiter. Und hier gehen die Kunden dann ja durch dieses Waldstück. Und das ist so eine heftige Sicht, ne? Einfach fett, oder? Einfach fett. Genau, könnte jetzt ein bisschen lauter sein. Hanno und Inga sind hier noch am Mähen und noch ein bisschen am Aufräumen. Also Hanno ist der Betriebsleiter hier von dem Hof mit seiner Frau zusammen. Und die bereiten da hinten noch alles vor. Also hier haben wir im Prinzip jetzt eine Sitzecke. Das wird noch alles ein bisschen umgestellt. Das steht jetzt hier nur ein bisschen provisorisch. Hier vorne wird es was zu essen geben zwischen den Bäumen, oder zwischen den Buchsbäumen hier. Und hier vorne wird auch noch großes Essen sein, bis da etwa ungefähr, sodass halt die alten historischen Maschinen da hinten noch weiter zu sehen sind. Also da sehen wir einmal unseren ersten selbstfahrenden Kartoffelvollernter und dann noch einen gezogenen Einreiher. Und da haben wir auch unseren Betriebsleiter Hanno, da können wir gleich nochmal hingehen. Aber auf jeden Fall, hier seht ihr jetzt nochmal den ganzen Bereich. Also das hier vorne wird noch mit Tischen und Stühlen von hier wahrscheinlich weiter dekoriert und Schirmen und weiteren Stehtischen. Und wir haben hier auch noch Kartoffelkisten umgebaut als Stehtische, sodass die Leute da dann hier halt vernünftig sitzen, stehen können, Essen zu sich nehmen können.
Diele und so gehe ich jetzt nicht mit euch rein, das ist alles schon soweit abgeschlossen. Hinten, den hinteren Bereich, da hinten die Terrasse sehen wir später noch. Wir können vielleicht hier einmal kurz in die Scheune gucken. Also ihr seht, die Banner und so was sind auch mittlerweile alle schon dran. Hier wirkt es natürlich mehr, wenn jetzt die komplette Beleuchtung an ist und das alles ein bisschen cooler beleuchtet ist, aber vielleicht kann man es trotzdem in etwa erahnen. Wir haben hier hinten jetzt den Grimme Shop, also sprich Merchandise und all so ein Krams. Also es wird alles noch ein bisschen schicker gemacht, ein bisschen umgebaut, ein bisschen Blumen dekoriert und so weiter. Hier haben wir unser HR, sprich Personal. Dann haben wir hier unser Joint Venture mit Seed Forward. Hier auf der linken Seite haben wir einmal noch Eis, ganz wichtig. Dann haben wir hier unseren Digi-Hub, also quasi Grimme besteht mittlerweile aus mehreren Hubs, so nennt sich das heutzutage. Und das ist unser Hub Digital Business und genau, ist eine aufstrebende neue Abteilung, die sich halt mit ganzen, ja, mit diesen ganzen digitalen Themen mehr oder weniger unter anderem beschäftigt. Natürlich in Kombination mit anderen Bereichen. Und hier haben wir dann noch Grimme Ice Systems. Da geht es dann viel um Bedien-, Assistenzsysteme und Datensysteme, also MyGrimme und alles, was dazugehört. Alles in Kombination dann mit dem Digi-Hub, deswegen ist das hier auch zusammen. Genau, ansonsten ist da hinten dann hier alles abgehangen und hier kann man dann, denke ich mal, wenn es so heiß ist, auch schön sitzen und schön im Schatten sich berieseln lassen, was essen oder halt Informationen zu unseren digitalen Themen sammeln. Jo, und ansonsten könnte man theoretisch dann da auch direkt auf die Terrasse gehen oder durch das große Tor, durch die große Tür da hinten auf die Diele. So, hier, Hanno ist hart am Fegen noch. Also wir sind jetzt Samstagabend hier. Alle anderen werden wahrscheinlich jetzt schon irgendwo ihr Bierchen trinken. Und wir wollen noch mal eben in kleiner Runde hier alles noch mal ein bisschen aufbereiten sozusagen. Ja, hier Bierwagen, hier vorne kommt noch Klowagen hin. Und hier ist dann quasi das Interessante für die Kunden. Hier wird dann die Neuheitenshow stattfinden. Also Tribüne steht jetzt komplett. Ich weiß gar nicht, ob das noch ein Video so rüberkommt. Ist auf jeden Fall recht imposant. Also die ganze Tribüne ist 30 Meter lang. 30 mal 10 Meter und auch, ich glaube, 7 Meter hoch oder sowas die Richtung. Und wie gesagt, Platz für etwa 500 Leute. Falls doch mehr Leute kommen werden, weil wir ja nur einmal eine Neuheitenshow pro Tag geplant haben um 11 Uhr, haben wir dort rechts an der Seite auch noch so ein Mannheimer Gitter aufgestellt, dass dort im Prinzip hinten auch noch Leute stehen könnten. Und hier haben wir dann noch ein Pagodenzelt. Da wird es dann Popcorn geben und eventuell auch Getränke. Und ich kann mal eben kurz hier auf die Tribüne hochlaufen. Wenn die Leute dann hier in der ersten Reihe, sag ich mal, sitzen, dann gucken die hier auf die wunderschöne Scheune von hinten. Und da ist dann die Leinwand drin, also ich kann euch das mit Sicherheit nochmal einblenden. Und von hier kann man dann halt ziemlich geil die Neuheitenshow genießen, denn die Maschinen werden von dort reinfahren und auch von hier rum reinfahren. Und die sieht man eigentlich auch erst, wenn sie hier tatsächlich um die Ecke kommen. Also das ist schon ziemlich geil, muss man wirklich sagen. Und ja, wir haben jetzt quasi die ersten Probeläufe gemacht. Also ich glaube, 3 Probeläufe haben wir gemacht und bislang sieht es recht gut aus, muss man wirklich sagen. Und wird auf jeden Fall eine geile Show. Also das ist immer so das Highlight, ja auch bei Grimme Technica und wird es hier wahrscheinlich auch sein. Von daher bin ich da schon echt gespannt und wir ziehen ja, boah, ich weiß gar nicht, 14 verschiedene Maschinen oder so durch die Neuheitenshow durch. Und das ist schon sehr geil, ist schon sehr imposant und wir haben auch wirklich richtig viele Neuheiten. Richtig viele Kracher bei, das werdet ihr ja sehen. Und wenn ihr Bock habt und alle, die noch dranbleiben wollen, können wir eigentlich nochmal hier komplett über den Platz gehen und ich mache nochmal so eine grobe Maschinenvorstellung, sage ich mal. Dass wir einmal querbeet durchgehen und ich sage einmal grob, was es hier zu sehen gibt. Denn die Maschinen stehen jetzt eigentlich auch alle so, wie sie stehen sollen. Auch die von der Neuheitenshow sind hier zwischengeparkt. Wir haben also quasi ja, einmal so einen Gang mit Lagertechnik und Co., Frühjahrstechnik. Und dann hier die große Arena, also quasi da die große Arena und da mittendrin stehen dann halt auch die ganzen Maschinen von der Neuheitenshow. Aber da gehört natürlich auch viel zu, ne? Also die müssen jetzt auch alle so positioniert sein,
dass sie in einer vernünftigen Reihenfolge oder in der entsprechenden besprochenen Reihenfolge, sag ich mal, auch richtig rum quasi vor die Tribüne fahren können und sich halt nicht im Weg stehen, danach wieder raus abstellen und dann springen die Fahrer halt wieder zu anderen Maschinen. Also ein Fahrer fährt halt mehrere Maschinen und der muss dann halt immer springen und das muss halt alles ein bisschen getaktet, abgepasst sein. Also da gehört halt viel im Vorfeld zu, das Skript schreiben und so weiter. Viel Abstimmung, viel Aufwand dabei, was man so als Gast eigentlich gar nicht so sieht, ne? Und es ist wirklich imposant, was hier jetzt tatsächlich draus geworden ist. Also es war sehr viel Arbeit und wir haben jetzt auch mit ziemlich vielen Leuten unterm Strich halt dran gearbeitet. Und man muss auch wirklich sagen, riesen Dankeschön auch an alle anderen mitwirkenden Abteilungen, die jetzt vielleicht hier gerade irgendwie zugucken oder so, wär ganz cool. Also an die Montagebahn, an, keine Ahnung, Validierung, Versuchsbau, alle ja, quasi angrenzenden Abteilungen, die da irgendwie mit zu tun haben, da mitgewirkt haben. Weil welche Sachen wurden halt wirklich mit heißer Nadel gestrickt, sage ich mal. Welche Maschinen sind gestern erst aus der Montagebahn gekommen, wurden das erste Mal erst gebaut und sind dann direkt hierher gekommen. Also es ist nicht so, dass wir alles schon auf Halde gebaut haben und jetzt nur darauf gewartet haben, auf diese Farmdays, dass wir die vorstellen können, sondern zum Teil wurden sie halt jetzt im finalen Stadium, sage ich mal, und nicht mehr im Prototypen-Kleid oder sowas. Das erste Mal gebaut und da gehört halt viel zu, auch Einkaufen, Co., dass die Teile halt da sind, dass es alles so geklappt hat, wie es jetzt ist. Vor allem in diesem Jahr, wo halt auch ja, gewisse Probleme bestehen, halt überhaupt die Teile alle ranzukriegen und so. Also auf jeden Fall richtig fette Teamleistung, das hier so auf die Beine zu stellen. Ich denke, von oben seht ihr das schon, was hier alles so steht und ist auf jeden Fall sehr krass, ist sehr krass. Also wie gesagt, wir haben hier irgendwo so Richtung 70 Maschinen ausgestellt und das ist schon beeindruckend. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einmal vorne zur Lagertechnik und fangen in dem Schlauch an und gehen dann hier in die Arena. Und alle, die Bock haben, können sich das noch mit angucken und dann mache ich so eine grobe Maschinenvorstellung, was wir hier alle stehen haben und kann ja ein, zwei Worte zu den Maschinen hier beim Vorbeigehen verlieren. Aber generell, wir sind hier halt wieder bei dem Eingangszelt sozusagen und theoretisch hätten ja auch die Kunden die Möglichkeit, von hier rum direkt die Farmdays zu betreten. Und zum einen haben wir hier ein GBF, Grimme GBF, ein Kistenfüllgerät. Also wir können hier quasi sowohl links als auch rechts eine Kartoffelkiste reinstellen und dann beispielsweise mit so einer kompletten Lagerlinie kombinieren. Also diese Lagerlinie hier wird auch laufen. Das heißt, hier wird nachher noch ein Zug Kartoffeln vorstehen und die hier reinkippen. Und das ist dann halt ein Chipbunker, der fördert die Kartoffeln nach hinten, trennt die von Beimengen über ja, verschiedene Systeme, die dort drin verbaut sind. Da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein. Und dann hier hinten gehen die Kartoffeln weiter über weitere Förderbänder, Lagerhausfüller, dann nachher in einen weiteren Wagen. Und beispielsweise hier an der Seite, an so ein seitliches Förderband hier, könnte man rein theoretisch ein weiteres Förderband stellen und so ein GBF dort anschließen, wo dann die Kartoffeln halt in Kisten gefüllt werden. Vollautomatisiert. Wenn eine Kiste voll ist, schwenkt er automatisch zur anderen Seite, macht die voll, man kann die mit dem Stapler rausnehmen, eine neue leere reinpacken und so weiter. Hier auf der Seite haben wir dann weitere kleine Förderbänder, LC und SL. Ja, im Prinzip einfach Förderbänder oder Lagerhausfüller. Also das wäre halt ein klassisches Band, was man zum Beispiel, hier so ein kleines, was man auch mit aufs Feld nehmen könnte, um Pflanzkartoffeln in die Pflanzmaschine zu laden oder Legemaschine. Und hier, das ist ein kleiner SL, also SL steht für Store Loader, sprich ja, Hallenfüller. Und damit macht man eben entsprechend eigentlich in der Regel dann die Hallenbefüllung oder vollzieht die Hallenbefüllung. Genau, hier haben wir eine Neuheit, einen neuen SL und so würde das in einer, ich sag mal, relativ kleinen Lagerlinie dann aussehen, in einer kleinen Konstellation. Und die Lagerlinie werden wir, wie gesagt, morgen auch laufen lassen. Dann haben wir hier ein TC, ist im Prinzip ein Twin Conveyor. Wir haben SC, wäre Single Conveyor, TC, Twin Conveyor. Deswegen haben wir hier so ein doppeltes Ding, was aufeinander hin und her schiebt. Hier wäre dann entsprechend ein SC, ein einfaches Single Förderband. Hier noch ein kleiner Schüttbunker wieder. Dann haben wir hier an der Seite noch zwei Mulden von Kröger. Dann haben wir hier an der Seite ein WG, ist ein Web Grader, also kann man auch in einer Lagerlinie integrieren. Und hier seht ihr halt dieses Web, das schüttelt sozusagen hier rüber und dann laufen die Kartoffeln hier rüber und dann kann man auch verschiedene Größen sortieren. Also man könnte davon auch verschiedene in Reihe schalten mit größeren und kleineren Durchlässen und dann fallen die
Kartoffeln in der entsprechenden Größe durch und werden hier seitlich rausgefördert und dann kann man die halt weiter in Kisten füllen oder, ja, keine Ahnung, weiter verarbeiten halt. Hier haben wir noch einen ziemlich fetten Bobby. Hier haben wir unseren Clean Loader. Das Ding ist auch im Prinzip so aufgebaut wie ein Schüttbunker. Also man kann hier ranfahren und Kartoffeln reinfüllen. Die laufen hoch, werden gereinigt und dann hier direkt übergeladen. Das Besondere sieht man vielleicht schon am Fahrwerk und so weiter, dass man das Teil halt auf der Straße auch bewegen kann, zum Feld mitnehmen kann. Und deswegen wird das Ding halt auch Feldverladestation genannt, dass man damit halt ans Feld fahren kann, mit einem Überladewagen oder direkt mit einem Roder oder so da abbunkern kann. Und dann werden die Kartoffeln noch einmal gereinigt und direkt auf ein Transportfahrzeug übergeladen. Hat halt den Vorteil, dass ich weniger Beimengen dann nachher auf der Straße transportiere. Genau, hier haben wir dann noch weitere Schüttbunker und zwischendrin haben wir dann hier noch einen HW One versteckt von der Schmiede One. Einen autonomen Kartoffelroder, nimmt eine Reihe auf und ist eigentlich so aufgebaut, dass man hier einen Verlesetisch hat, wo Leute dran stehen können und die sortieren die Beimengen raus und dann hier hinten fällt das Erntegut dann direkt in eine Kiste oder wird hier rein platziert. Und ja, das ist halt für kleinstrukturierte Betriebe, für Sonderkulturen, Süßkartoffeln auch speziell. Und sehr interessantes Ding, weil das Ding halt auch autonom auf dem Feld fahren kann. Also kann dann halt per Dammmittenfindung und so weiter in der Reihe fahren und dann auf dem Vorgewende automatisch umdrehen und kann alternativ halt auch noch mit einer Fernsteuerung dann halt gesteuert werden. Und das Ganze haben wir hier in Summe dann dreimal ausgestellt und auch da hinten dann auf unserer Fläche wird das Teil dann fahren. Genau, hier haben wir wie gesagt zwei weitere Schüttbunker. Dann haben wir hier eine Neuheit aus unserer Neuheitenshow, SL919, richtig fetter Lagerhausfüller, also SL wieder Storeloader. Richtig fetter Bobby, der größte auch so aus unserer Reihe. Da können wir mittlerweile dann bis zu, ich glaube, 21 Meter das ganze Ding ausfahren und entsprechend Hallen befüllen. Hier überall vor die wunderschönen Kisten von Fendt. Denn Fendt ist tatsächlich hier auch quasi unser Kooperationspartner bei der ganzen Geschichte. Und deswegen haben wir hier überall bei der Neuheitenshow so eine schöne Kisten vorstehen. Und alle bis auf ein Achter mit Fendt One Bedienkonzept. Also sehr, sehr, sehr geil. Muss man wirklich sagen. Und natürlich für mich als Projektleiter, sage ich mal, besonders schön, weil eben auch Thomas hier war. Ich mich gut mit dem austauschen konnte, er mitgeholfen hat, hier das alles aufzubauen. Also in dem Zug auch nochmal riesen Dankeschön an Fendt. Und entsprechend haben wir dort auch ein Pagodenzelt von Fendt. Man kann schon erkennen an diesen Dingern da dran. Ja, Hanno ist jetzt auch nicht da hinten am Rumstauben. Naja, genau. Auf jeden Fall haben wir die Kisten halt hier überall vor. Hier auch bei unserer zweiten Neuheit ein weiterer SL716, eine bisschen kleinere Bauform. Hier vorne vor haben wir dann auch eine interessante Maschine, einen selbstfahrenden Klemmbandroder von Asalift. In dem Fall für Möhrchen, für Möhren. Klemmbandroder deswegen, weil wir hier vorne diese Aufnahme haben. Also im Prinzip nimmt das Ding vier Reihen auf einmal auf, vier Möhren rein. Die gehen halt hier durch diese Torpedos durch und werden dann hier von diesen Bändern sozusagen oben das Laub wird zusammengeklemmt. Und dann werden die hier aus dem Boden rausgeliftet. Also dann sieht man noch so ein kleines Schar und dann laufen die hier hoch, werden hier noch mal so ein bisschen mit oder von Erde befreit, so ein bisschen abgeklopft hier von diesen rotierenden Fingern und dann wird oben in der Regel das Laub abgetrennt und dann gehen die Möhren halt da irgendwie über einen Elevator dann auf ein Transportfahrzeug. Hier auf der anderen Seite haben wir unsere Legetechnik. Geht jetzt los hier. Und zwar haben wir zum einen unsere Grimme GL420 Exacta. Ja, hat halt alles, also ich glaube, das ist ein bisschen zu viel, wenn ich jetzt auf die ganzen Vor- und Nachteile oder sagen wir mal eher Vorteile der einzelnen Maschinen eingehe, weil es hat einen Grund, warum es halt verschiedene Bauarten bei diesen Maschinen gibt. Aber ja, keine Ahnung, können wir vielleicht nochmal separat darauf eingehen, warum es jetzt die eine Legemaschine so gibt, mit Bodenbearbeitung, die andere ohne und weiß der Kuckuck. Hier haben wir dann wieder kleinere Maschinen. GL410, GL420 steht einfach für, GL im Prinzip Grimme Legemaschine, ist aber in dem Fall halt eine Becherlegemaschine. GB wäre eine Bandlegemaschine, also
Hier haben wir quasi diese Vereinzelungssysteme der Legemaschinen. Also hier werden die Kartoffeln im Prinzip vereinzelt. Hier hinten sind die Kartoffeln alle drin und werden dann durch diesen Bechergurt in dem Fall mit diesem System hier vereinzelt. Also hier liegt dann immer eine Kartoffel drauf. Die laufen hier rum und fallen dann hier unten in dem Furchenzieher dann im Boden und werden dann hinten über die Dampfformung dann mit Boden bedeckt. Also erstmal hier mit den Zudeckscheiben ein bisschen mit Erde behäufelt und hier hinten gibt es dann die finale Dampfformung, in dem Fall mit einem Dampfformblech. Gibt es dann halt auch entsprechend mit einer Gitterrolle. Sehen wir da hinten gleich nochmal. GL410, ja, eine Vierreich, eine Tonne Bunkervolumen. GL420, entsprechend mit 2 Tonnen. Hier oben können wir dann noch Mikrogranulat mitnehmen. Dann haben wir hier eine ganz kleine Maschine, sagen wir mal, GL32F. Das ist jetzt eine zweijährige Maschine für klein strukturierte Regionen. In dem Fall mit einem Frontdüngertank sogar noch dazu. Also können wir hier auch Unterfußdünger unter die Knollen platzieren. Dann haben wir hier eine GB230. Hier haben wir also ein anderes Vereinzelungsprinzip der Kartoffeln. Wenn wir nämlich hier hinten reingucken, sehen wir, dass da so eine, ja, hier so eine Gurte laufen, sage ich mal. Und ich weiß nicht, ob ich das so rüberkriege. Das ist halt ein komplett anderes System. Hier haben wir auch wieder den Bunker oben. Müsst ihr euch so vorstellen. Hier oben haben wir den Bunker, die Kartoffeln. Also hier ist viel auch mit Sensorik und so weiter. Kommen hier runter, werden nach hinten gefördert, laufen dann auf mittige Gurte, die dann wieder nach vorne fördern, die Kartoffeln vereinzeln. Die sind dann wie an einer Perlenkette vorne aufgereiht sozusagen und werden dann über diese Schaumstoffrolle da hinten, die man da hoffentlich erkennen kann, so ein bisschen festgehalten und fallen dann hier hinten quasi da einzeln dann runter auf wieder in den Furchenzieher. Ja, ein bisschen schwierig, das jetzt so zu erklären, aber das sind so grundsätzlich die Unterschiede zwischen der GEL und der GB, also einfach die Vereinzelung der Kartoffeln. Hier haben wir jetzt in dem Fall auch noch eine Fassanlage vorweg, also wir haben auch hier Unterfußdünger und dann noch eine Fassanlage, die Schläuche davon gehen unten an die Furchenzieher und so sind wir in der Lage, entweder eine Furchenbehandlung oder eine Knollenbehandlung zu vollziehen. Geht jetzt auch ein bisschen weit, können wir vielleicht auch noch mal irgendwann anders drauf eingehen. Noch eine GB. Ähnlich wie die andere Maschine, ein paar andere Details, sage ich mal. Also hier haben wir jetzt eine vierreihige Maschine und hier entsprechend eine zweireihige. GB230, GB430, tendenziell gleicher Bunkereinhalt, aber verschiedene Reihenanzahlen. Hier hinten sehen wir eine andere Enddamm-Aufbaulösung mit der Gitterrolle. Kommt halt immer darauf an, was der Kunde sich wünscht, wo wir unterwegs sind und wie die Anforderungen einfach sind. Und hier im Hintergrund sehen wir unsere gepflügte Fläche, schon ein paar Dämme gezogen, um die Maschine einzustellen. Denn hier werden wir unsere neue Legemaschine vorführen, wo wir dann aber gleich zu kommen. Auf der anderen Seite haben wir einen wunderschönen 516 sowie eine Neuheit wieder. Und zwar ein GH Öko in dem Fall. Wir können auch hier hinten wieder erkennen, dass es sich um eine vierreihige Maschine handelt. Also 1, 2, 3, 4. Und die Besonderheit dabei ist halt, dass wir eine mechanische Unkraut- oder Beikrautregulierung hiermit vollziehen können. Also wir können quasi nachher, wenn die Kartoffeln gelegt sind, hiermit durchfahren und haben dann verschiedene Möglichkeiten, das Unkraut zu bekämpfen. Oder wie soll ich es ausdrücken? Also hier in dem Fall haben wir jetzt einen Striegel oben auf der Dammkrone laufen und haben an den Dammflanken hier in dem Fall nochmal jeweils ein Messer laufen, was die Dammflanken an der Seite tatsächlich abschneidet, sodass das Unkraut auch abgeschnitten wird. Und oben wird halt das Beikraut sozusagen ein bisschen rausgezogen. Und hinten wird dann hier wieder Erde oben oder an den Damm rangehäufelt, sodass wir natürlich wieder genug Erde dann halt für den Enddamm zur Verfügung haben. Es wird also vorne ein bisschen auseinandergezogen, sage ich mal, der Damm vereinfacht gesagt. Und hinten wird er wieder zugemacht, damit halt die Kartoffeln nicht aus dem Damm wachsen und wir keine grünen Knollen haben. Vereinfacht gesagt, genau.
Produkt haben wir schon lange im Portfolio, hat jetzt aber diverse Neuerungen erfahren. Jo, dann haben wir hier noch eine Frontfräse. Also das Ding ist ein Frontanbau. Hier wäre der Schlepper. Hier haben wir eine Fassanlage und hier unten eine Fräse. Ist halt für die Bodenbearbeitung in der Front mit nachfolgender Legemaschine, die dann im Heck des Schleppers angebaut ist. Hier oben übrigens, für euch zur Info, haben wir so eine Schilder an jeder Maschine. Und da können die Leute sich den QR-Code scannen und haben dann direkt den Konfigurator offen in Englisch oder Deutsch und können die Konfiguration der jeweiligen Maschinen halt einsehen und wissen genau, wie die Maschine konfiguriert ist, die hier auf dem Platz steht. Dann haben wir hier eine unserer drei Evo 280 auf dem Hof stehen. Alle drei verschieden konfiguriert. Hier in dem Fall mit einem normalen Nonstop-Bunker und EasyZap Trenngeräte, also Walzenabstreifer. Wir haben entweder da oben Fingerabstreifer, wäre Klotzep, oder EasyZap mit Walzenabstreifer. Haben auch alle verschiedene Vor- und Nachteile. Hier, da ist der Meister hart in Gange. Oh mein, guck mal, was er sagt. Hanno, bist du auch nicht vollgestaubt oder was ist los? Ja, staubige Angelegenheiten hier, aber nützt ja nichts. Was den Leuten noch einmal zu sagen? Wie viel Bock hast du auf nächste Woche? Ich hab richtig Bock. Meinst du, wird geil? Bei dem geilen Maschinenpark hier kann das nur geil werden. Also seid gespannt, was wir hier aufgefahren haben. Alles klar, dann habt ihr Hanno auch mal kennengelernt. So, Mikrofon einmal wieder ran. Dann gehen wir weiter im Text. Hier in der Arena, wie gesagt, unsere kompletten Neuheiten aufgereiht oder verschieden hingestellt, so dass die in der richtigen Reihenfolge auch rauskommen. Und hier haben wir den 936, auch mit Fend-One-Bedienkonzept. Oh, ist das Ding lecker, ne? Richtig geil, richtig geiles Gespann. Und hier haben wir etwas richtig Fettes, Neues, unsere Prios 440. Eine neue Legemaschine, eine neue Generation der Legemaschinen, eine, ja, kann man schon fast Weltneuheit sagen, also abgefahrenes Teil, muss man wirklich sagen. Wir haben hier, wenn man so will, 7 Verfahren auf einmal in einem gebündelt. Das Besondere an dieser Maschine, die ist nahezu voll ausgestattet jetzt, dass wir halt diesen Schwanhals hier haben. Oder es gibt mehrere Besonderheiten, aber das ist jetzt auf jeden Fall das Auffallendste erstmal. Wir haben hier also die Legemaschine, diesen Schwanhals hier rüber. Und dann haben wir hier den Schwanhals auf so einen Koppelpunkt aufliegen. Der Koppelpunkt ist ganz normal an der Heckhydraulik des Schleppers dran. Das Bodenbearbeitungsgerät, was hier aber zwischenhängt, ist an einem separaten Koppelpunkt hier an diesem Hubbock fest. Das bedeutet im Umkehrschluss, wir können die Arbeitstiefe des Bodenbearbeitungsgeräts unabhängig von der Legemaschine ansteuern. Richtig geil. Und wie ihr schon erkennen könnt, können wir den Schwanhals quasi mehr als 90 Grad in eine Richtung rumdrehen, sodass wir auch ganz easy peasy ein Bodenbearbeitungsgerät abhängen können. Und so ganz einfach für die verschiedenen, ja, Bedingungen ruckzuck ein Gerät wechseln. Das Ganze dauert, ja, wenn du was schon ein, zwei Mal gemacht hast, vielleicht 10 Minuten oder so. Also nicht viel länger als ein Bodenbearbeitungsgerät halt an einen normalen Schlepper umzukoppeln. Richtig fett auf jeden Fall. Ja, ansonsten wäre jetzt auch zu viel, in die ganzen Details zu gehen. Vielleicht nochmal diese 7 Schritte, was ich gesagt habe. Also wir haben einmal die Bodenbearbeitung, dann haben wir da oben die Beize bzw. ja, Furchenbehandlung. Dann haben wir da wieder Unterfußdünger. Ihr seht schon, der Tank wurde auch überarbeitet, also wurde im Prinzip alles hier überarbeitet an der Maschine. Unterfußdünger wieder da unten. Dann haben wir natürlich hier die Abgabe der Knollen. Dann haben wir hier oben noch Mikrogranulat, diese kleinen Streuer, die gehen auch unten an die Furchenzieher. Haben dann hier natürlich wieder quasi eine leichte Bedeckung der Kartoffeln. Und dann hier hinten schlussendlich den Enddarmaufbau. Und der ist auch ultra wild bei dieser Karre, denn hier kann man tatsächlich mit diesem kompletten neuen Aufbau entscheiden oder ja, für sich selber auswählen, ob ich ein Dampfformblech haben will oder ob ich die Gitterrolle haben will. Oder ob ich das Ganze in einer verschiedenen Kombination fahre. Ich könnte also theoretisch, so wie es hier ist, die Dammflanken
mit einem Dampfformblech sozusagen stramm und fest haben, könnte allerdings bei der Dammkrone die Vorteile einer Gitterrolle nutzen. Und das ergibt dann natürlich dann Sinn, wenn ich, keine Ahnung, beregne oder sonst irgendwas und möchte halt meine Dammstruktur erhalten, aber eine gute Infiltration haben oder sowas, ne? Und hier ich glaube vier verschiedene Varianten nutzen, wie ich das Ganze mache. Ich könnte theoretisch ja auch oben für die Dammkrone noch ein Blech drin haben, dass ich komplett Dampfformblech habe, lass aber hinten trotzdem nochmal wieder die Gitterrolle rüberlaufen und so wilde Geschichten. Also die Kunden sind damit sowas von modular unterwegs und können sich das wirklich so einstellen, wie sie möchten. Und dann haben wir hier hinten noch unser sogenanntes Terra Protect. Das sind so eine Arme, sag ich mal. Die machen dann den hier, so. Die Geschwindigkeit kann man auch einstellen, wie lang die unten bleiben sollen und wieder hochgehen. Und dann ziehen die Querdämme, das sind sogenannte Querdammhäufler. Das heißt, wir haben hier, hier, hier und hier eine Kartoffelreihe. Und immer zwischen den Kartoffelreihen gibt es diese Querdammhäufler. Ganz einfach, um unter anderem gegen Erosion zu schützen. Wenn ich jetzt beispielsweise nämlich am Hang bin und quasi hoch und runter meine Kartoffeldämme habe und dann ein starkes Niederschlagsereignis zum Beispiel, dann läuft natürlich das ganze Wasser darunter und spült alles weg. Und diese Querdämme erhalten dann im Prinzip die Struktur. Also die halten das Wasser auf, dass das nicht alles wegreißt, unter anderem. Und dann kann man hier natürlich dann auch noch so eine Zinken vorwegkriegen. Die sind jetzt hier nicht verbaut. Die dann halt nochmal den Boden vorher auflockern und so weiter und so fort. Aber das geht jetzt auch wieder alles zu tief hier. Und die gleiche Prios haben wir im Prinzip hier nochmal in unserer Feldvorführung, in dem Fall ohne Schwanenhals, in einer bisschen abgespeckteren Variante. Und hier kann man dann auch in dem Fall diese Firstplatte sehen, die dann hier so hochklappt. Und genau, dann habe ich hier im Prinzip wie ein Dampfformblech. Und hier oben drauf dann nochmal die Gitterrolle laufen. Hat alles Vor- und Nachteile, kann sich jeder aussuchen, wie er will. Hier in dem Fall auch mit zwei Fahrgassenräumern. Und da haben wir vier Fahrgassenräumer. Gut, letzte Legemaschine hier, richtig fetter Bobby. Unsere GL 860 Kompakter. 8 Reihen in dem Fall, 6 Tonnen Bunkerkapazität. Kompakter, weil man das Ganze eben auf 3,30 Meter Straßentransportbreite, glaube ich, zusammenklappen kann. Haben wir alles schon in der Roadshow gesehen, in dem Video Roadshow Rekordjagd 21. In dem Fall sogar wie oder ähnlich wie das Roadshow Gespann mit dem Imans Tiefenhaken vorweg, also so abgestellt. Jo, und dann kommen wir eigentlich schon zur Erntetechnik. Auch eine Neuheit. Unsere Select 200. Nachfolger der GT 170 sozusagen. Zweireihiger Überladeroder, also die Kartoffeln werden dort aufgenommen. Der Schlepper hat jetzt natürlich die falsche Bereifung. Da müssen wir eigentlich auf Schmalspur fahren, denn der Roder ist mittig gezogen und nicht seitlich gezogen. Nimmt dann zwei Kartoffeldämme auf und befördert die dann nach hinten. Und da werden die dann da hinten mit dem Überlader da direkt auf ein nebenherfahrendes Fahrzeug überladen. Oder hier kann man jetzt hydraulisch aus der Kabine raus das ganze Ding runterklappen, das fährt dann hier runter. Dann kann man den Elevator oben verkehrt rumlaufen lassen und dann kann man hier Kartoffeldämme wieder anreichern. Bedeutet, wenn ich jetzt beispielsweise kein Transportfahrzeug gerade da habe, dann klappe ich den Lümmel hier runter, reichere mir meine zwei benachbarten Dämme hier an und fahre dann im Anschluss hier wieder hoch und nehme dann vier Dämme mit einem eigentlich zweireihigen Ruder auf und überlade die direkt. Voraussetzung ist dann natürlich, dass ich auch hier mittig keine Sechsscheiben habe, sondern so wie hier ein durchgehendes Schar sozusagen und auch idealerweise dann halbe Dammtrommeln. Ja, und hier auch viele weitere Neuerungen und Änderungen reingeflossen, auf die ich jetzt auch nicht im Detail eingehen kann. Dann haben wir hier unsere einreihige Flotte, SE 7520, also SE ist halt immer dieses Grobkrautbandprinzip, wenn man so will. Also wir haben hier einen flach ansteigenden Siebbandwinkel sozusagen. Hier ein erstes Siebband. Hier werden die Kartoffeln quasi aufgenommen. Wir haben einen Einreiher. Kommen dann hier aufs zweite Siebband durch ein Grobkrautband nach hinten. Hinten sind dann die Trenngeräte, wird also da um Ecke geleitet. Oben dann der Verlesetisch, landen dann hier im Bunker und werden dann mit dem Bunker, der natürlich in Feldposition ausklappt,
dann auf ein Fahrzeug überladen. SE 7520, 75 steht für 75er Reihenweite. Also hier 75er Reihenweite zwischen den Dämmen sozusagen. Und 20 für 2 Tonnen Bunker Fassungsvermögen. Und hier haben wir dann nochmal eine SE 7555, gleiches Prinzip, mit entsprechend größeren Bunker hier vorne, 5,5 Tonnen. Dann haben wir zweireihige Ruder hier, SE 260, ähnliches Prinzip wie bei den Einreihern oder ziemlich gleiches Prinzip. Nur, dass wir hier halt SE 260 haben, 2 Reihen, 6 Tonnen Bunker, also der ist schon mal eine ganze Ecke größer hier vorne. Und wir nehmen hier 2 Reihen Kartoffeln auf, ist dann nicht wie die Select, die da hinten steht, ein mittig gezogener Ruder, sondern ich schwenke die ganze Deichsel hier rüber und der Träger fährt neben den Reihen und nimmt hier halt 2 Dämme auf einmal auf. Und hier könnt ihr das auch nochmal sehen. Erstes Siebband, bisschen heller machen. Erstes Siebband und da hinten fällt es dann durchs Grobkrautband auf das zweite Siebband und dann oben zu den Trenngeräten. Und bei der SE 260 ist es eben so, dass wir hier eine 2-Trenngeräte-Maschine haben. Und bei der Evo 280 beispielsweise, wie wir sie da haben, haben wir eine 3-Trenngeräte-Maschine. Oder wie wir sie auch da haben. Vielleicht machen wir mit Evo 280 direkt dann weiter, wenn wir dabei schon sind. Also das sind die beiden weiteren, die wir hier haben. Einmal Neuheitenshow, einmal Ausstellungsfläche. Hier haben wir jetzt beispielsweise ganz markant ein Wetterdach endlich dazu gekommen. Also das Ding kann man hydraulisch hoch und runter fahren von der Schlepperkabine aus. Und das gibt es natürlich mit oder ohne Seitenteile, wie es jetzt hier ist. Also theoretisch würde es hier auch noch Seitenteile für geben, sozusagen, dass die Leute natürlich auch optimal geschützt sind auf dem Roder. Und bei der Maschine aus der Neuheitenshow sieht es so aus, dass wir da auch wieder verschiedene Neuerungen drin haben. Unter anderem ein 7,5 Tonnen großen Nonstop-Bunker. Also hier oben sind noch größere Aufsätze drauf gekommen. Und bisher konnten wir bis maximal 6 Tonnen. Und jetzt wurde es erhöht auf 7,5 Tonnen. Jo, auch die Überladeweite wurde erhöht und so weiter und so fort. Dann hier ein WR200. Ja, eigentlich so ein typischer Schwattleger, sage ich mal. Nimmt auch 2 Reihen auf, fördert die nach hinten. Dann werden die hier hinten auf ein Querablageband gefördert und dann zur Seite gefördert. Und ja, typischerweise, wenn man das zur Seite fördert, würde es halt im angereicherten Verfahren so sein, dass das halt zwischen zwei Kartoffeldämme zwischenfällt. Ich 2 Dämme anreicher und somit mit dem nachfolgenden Ruder, wie in dem Fall da, die SE260, würde ich dann wieder 4 Reihen mit einem eigentlich 2 Reihen Ruder aufnehmen. Ich könnte aber hier an so einem WR200 auch ganz klassisch hinten so einen Trichter bekommen und würde dann im Schwatt ablegen. Das heißt, die Kartoffeln würden dann oben auf dem Boden liegen bleiben. Ich würde sie rausroden, hinten liegen lassen, dass sie abtrocknen können, dass die Schalen fester werden und so weiter. Und dann könnte ich quasi mit so einem Ruder hier dann aber mit einer Schwattaufnahme dann so einen Schwatt wieder aufnehmen. Ein paar Stunden später in der Regel. Jo, hier haben wir ein WH200, habt ihr auch schon in einigen Videos bei Grimme gesehen, wenn ihr den gesehen habt und ich glaube auch in einem Video bei mir, genau. Ähnlich wie ein WR200, ähnlich aufgebaut, nimmt eben entsprechend auch die 2 Dämme auf, Querablageband und reichert dann die Dämme an. Und hier können wir sehen, wie es dann wieder aussehen würde, wenn man dann halt 4 Dämme sozusagen aufnehmen könnte. In dem Fall mit halben Dammtrommeln, durchgängigen Schar, kein Scheibensech in der Mitte und dann ist das kein Problem. Achso, hier haben wir noch ganz, wie sagt man, hier zu Ausstellungszwecken, sage ich mal, ein Fallsegel bzw. Kistenfülltrichter ausgestellt. Also das Ding würde eigentlich oben noch an Bunker mit rankommen und so kann man dann halt idealerweise tief in ein Abfuhrfahrzeug reinkommen, um Kartoffeln eben möglichst nicht zu beschädigen, deswegen sind hier auch diese Flatterbänder drin, dass sie halt abgebremst werden, deswegen auch Fallsegel und Kistenbefülltrichter, weil es halt eben ein Trichter ist und man da besser Kartoffelkisten mit voll machen kann. Also sprich, so eine Kisten, wie sie da hinten ausstehen, wenn die auf einem nebenherfahrenden Fahrzeug sind.
Und apropos Kartoffelkisten beladen, bei unserem größeren Nonstop-Bunker hier sind wir halt durch die weitere Überladelänge sozusagen in der Lage, bei einem nebenherfahrenden Fahrzeug mit Kartoffelkisten auch in die zweite Reihe abzubunkern. Jo, hier haben wir ein Evo 290 AirSep. Das mit Gold prämierte AirSep-Trennsystem kann man ganz leicht hier schon an dem Gebläse erkennen. Das heißt, die Kartoffeln, auch zweireihig, laufen hier nach oben. Allerdings gibt es dann hier ein quasi pneumatisches Trenngerät, vereinfacht gesagt. Das heißt, die Kartoffeln laufen hier hoch. Und dann, vereinfacht gesagt, gibt es dann hier so einen Rüttelboden, was so hoch und runter, also so nach hinten schiebt, die Kartoffeln nach hinten schiebt. Steine und so weiter rutschen nach hinten, unter das Siebband sozusagen. Und Kartoffeln werden durch die Luft, die dann von da zeitgleich gepustet wird, werden weiter nach hinten gefördert, falls ihr versteht, was ich meine. Bisschen schwer zu erklären, aber vereinfacht gesagt, die Kartoffeln werden nach hinten gefördert und ein bisschen gepustet. Und die Beimengen, schwere Steine, schwere Kluten, kommen von da und rutschen dann hier runter. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Auch mit Nonstop-Bunker in dem Fall, also ein Überladen während der Fahrt, problemlos möglich. Und dann haben wir hier noch einen Krautschläger, um eben Kartoffelkraut im Vorfeld über den Dämm abzuschlägeln. Hier haben wir mal veranschaulicht, wie das Ganze aussieht. Unsere Schlägelkontur. Also so sieht ja ein typischer Kartoffeldamm aus. Dann haben wir hier unsere Schlägel, die quasi, wenn der Krautschläger ganz abgelassen sind, genau an der Dammkontur angepasst sind. Sodass wir natürlich zum einen das Kartoffelkraut, was hier oben rauswächst, abschlägeln. Aber oftmals hängt es dann ja auch zu den Seiten runter. Und das kriegen wir natürlich hiermit dann auch sogar zwischen den Dämmen sehr gut abgeschlägelt. Ich kann euch das hier auch nochmal eben drunter zeigen, wie das Ganze aussieht. Hoffe, man kann es erkennen. Da sieht man dann halt, wie die Schlägel angeordnet sind. Jo, hier in der Ecke unser Roadshow-Mobil, Zelt fehlt noch. Wollen wir einmal unser Roadshow-Bier austeilen und falls unsere Kapazitäten nicht reichen sollten, schmeißen wir auch einen Grill an. Denn wir haben hier hinten unseren Selbstfahrerparcours. Ihr könnt schon die Mannheimer Gitter da erkennen. Denn wir werden hier mit unserem Rexor 6200, Rübenroder, Zweiachser und unserem Varitron 470 da hinten, Radmaschine, Inner Edition 1000 mit schwarzen Felgen, werden wir hier unsere Kunden fahren lassen können, sodass sich jeder da selber einen Eindruck von verschaffen kann. In dem Fall Varitron 470 mit alter Bedienung, in der Neuheitenshow haben wir schon die neue Bedienung, Rexor 6200, glaube ich schon mit der neuen, ne? Ja, das müsste eigentlich alles neu sein. Jo, und dann kann man hier selber seine Runden drehen. Hier haben wir dann noch weitere Selbstfahrer. In dem Fall, unseren größten Kartoffelselbstfahrer. Alle Maße ausgereizt, sowohl Höhe, Länge als auch Breite und Gewicht, glaube ich. Schätze ich zumindest mal. Unseren Ventor 4150, der Transformer, sage ich mal, der in alle Richtungen irgendwie wo was ausklappt. Und ja, ein ganz spezielles Ding. Da kann man auch schon ein eigenes fettes Video zu machen. In dem Fall, was auf jeden Fall auch noch gar nicht so lang verfügbar ist, mit einem Krautschläger noch vorweg. Diese ganze Einheit hier vorne kann man im Prinzip wie so ein Sandwich oben auf die Aufnahme nochmal raufklappen. Richtig abgefahren, richtig geil, richtig fettes Teil. Also das ist irre. Diese Klappmechanismen und so weiter, die da drin sind, was sich da unsere Techniker ausgedacht haben. Einfach nur abgefahren, muss man wirklich sagen. Also das ist wirklich ein riesen Klotz. Naja, aber auch unser Varitron, in dem Fall 270, 2 Reiher, 7 Tonnen Fassungsvermögen, 7 Tonnen Nonstop-Bunker, auch mit Krautschläger vorweg, ist natürlich auch ein dickes Ding. In dem Fall hier ist er sogar mit einer Möhrenausstattung ausgerüstet. Das heißt, wir haben nicht nur einen einfachen Krautschläger, sondern wir köpfen hiermit auch die Möhren dann direkt. Also muss man sich auch vorstellen, die sind dann halt hier in dem Fall 2 Dämme. Und die Möhren wachsen da, das Laub wird oben abgeschlägelt und hier wird der Damm dann nochmal richtig geköpft, dass die Möhren halt komplett sauber oben sind. Und dann werden die hier nachher dann mit den Möhrenscharen aufgenommen und durchlaufen die Maschine. Genau, 270, 2 Reihen, 7 Tonnen Bunker. Ist eine Kundenmaschine und im Übrigen auch alle Maschinen, die hier ausgestellt sind, sind alle verkauft. Also das ist schon heftig. Und das ist, wie gesagt, hier eine Kundenmaschine und
Das hier ist die neue Generation, die Generation 3 unserer Varitron-Baureihe. Ich sag mal, Gutfluss und Co. geringfügig nur geändert, aber sau viele Details verbessert und noch geiler gemacht. Also geile Sachen noch geiler gemacht, sagen wir so. Unter anderem hier so Kleinigkeiten teilweise auch, ne? Allein der Krautschläger hier vorne mit dem Zylinder hier oben, die ganze Aufhängung neu gemacht, aber der Zylinder hier oben ermöglicht eben, dass wir den Krautschläger noch höher fahren können und haben dann hier halt eine richtig geile Wartungsposition. Also müsst ihr euch vorstellen, das ganze Ding klappt halt so nach oben und dann könnt ihr hundertprozentig auf die Schlägelwelle gucken und Schlägel tauschen. Da kommt man gerade wahrscheinlich nicht so gut sehen. Und ja, komplett neues Design, neue Bedienung, Smart View, GDI, allen Kram, allen Pipapo. Vierreihiger Roder, wie gesagt, kann vier Reihen hier auf einmal aufnehmen. Wenn man die Terra-Track-Variante hat, wie sie da hinten steht, sogar auf kompletter Breite, ohne Störung. Das heißt, ohne irgendwas vom Rahmen, was dazwischen hängt, dann können wir alle vier Reihen bis nach hinten hin auf kompletter Breite aufnehmen. Dann haben wir hinten halt verschiedene Trenngerätemöglichkeiten. Die Kartoffeln laufen über den Ringelevator nach oben und landen dann nachher hier oben dann im Bunker. Jo! Und da haben wir, wie gesagt, nochmal den Varitron 470 als Terratac-Variante, entsprechend mit Raupenlaufwerk. Und Schwattaufnahme ist auch drin, aber das ist jetzt ein bisschen zu wild. Dann haben wir hier Rübentechnik, unsere Matrix, in dem Fall 1800, sprich 18-reihiger Rübenleger. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, ist glaube ich selbsterklärend. Hier, falls sich einer fragt, wieder, wofür diese ganzen Dinger hier hinten sind, das sind Vorauflaufmarkierungen. Ja, ergibt in dieser Masse oftmals bei Lohnunternehmen Sinn, dass die halt an jeder Reihe diese Vorauflaufmarkierung haben. Und ja, auch ein ganz schöner Ballermann. Und hier haben wir dann auch das Flaggschiff aus der Rübentechnik hinsichtlich Rodetechnik, unseren Rexor 6300, hat er mittlerweile auch ein neues Design bekommen, Design-Update. Und auch mit GDI, mit Smart View, mit allem Pipapo, mit einer komplett neuen Aufnahme vorne. Und auch auf jeden Fall ein sehr schickes Ding. In dem Fall halt drei Achsen, hier wie gesagt auch wieder die Konfiguration. Und mit einer komplett neuen Aufnahme. Einem sogenannten modularen Rodevorsatz. Also hier sind sämtliche Tasträder und Co. weggefallen. Wir machen oder ermitteln alles nur noch über Sensorik. Und ich kann ehrlich gesagt gar nicht sagen, was hier noch alles neu ist. So viele Detailanpassungen und auch mit unserem klassischen Radrodeschar natürlich will man das auch als Rüttelschar bekommen. Und immer noch sehr schick die Karre, ne? Hier auf der rechten Seite haben wir noch einen alten 630. Das liegt einfach daran, weil wir hier jetzt in dem Bereich in unserem Used and More Bereich sind. Und zwar, einmal sagte ich ja bereits, dass unser Varitron 470, der vorne am Eingang stand, eine Used and More Maschine war, eine Gebrauchmaschine. Und diese Maschinen hier auch. Und diese werden hier auf den Farm Days direkt für ein Special Farm Days Offer abverkauft. Also für einen Spezialpreis kann man die hier direkt erwerben und da sieht man dann entsprechend auch Konfiguration und den Preis dafür. Ja, und dass ihr auf jeden Fall auch wisst, dass wir auch Maschinen ankaufen, aufbereiten und wieder verkaufen. Hier ist auch eine Use-Maschine, das ist ein älterer Varitron 270. Und dann genau, fahren die Maschinen hier auf der Seite quasi hier rum und dann hier rein in die Neuheitenshow. Achso. Da hinten haben wir auch noch eine Fassanlage, Frontfassanlage. Dann haben wir da noch ein Frontackergerät, auch so eine Fassanlage mit so Häufelkörpern. CS 150 ist zum Separieren, also quasi zum Entstein oder Separieren, halt wenn ich Beete habe und da viele Steine, viele Kluten habe und so weiter. Und dann haben wir da noch eine GB215, also auch eine Riemenlegemaschine, ein bisschen kleiner fürs Beetverfahren. Also quasi, wenn ich Beete angelegt habe, hiermit separiert, dann kann ich mit so einer Legemaschine da direkt in die Beete dann nachher reinlegen, die Kartoffeln reinlegen. Dann haben wir hier Gemüsetechnik, ein Gespann aus WV und VT, eignet sich, soweit ich weiß, speziell für Zwiebeln. Und zwar, moin, und zwar haben wir hier VT auch komplett neu entwickelt. Der sorgt im Prinzip dafür, dass, in dem Fall ja, wenn ich jetzt von Zwiebeln spreche, die Zwiebeln entschlotet werden.
komplett neues Konzept. Wir haben eine andere Messergeometrie. Ich kann da jetzt, glaube ich, nicht untergucken. Wir haben eine komplett neue Tiefenführung hier und so weiter und so fort. Isobus-Steuerung und alles, was dazugehört. Und wenn die Zwiebeln dann hier vorne entschlotet sind, können die hier hinten entsprechend dann auch direkt gerodet und in Schwatt gelegt werden. Dafür haben wir dann unseren WV, auch verschiedene Kanalbreiten, hier mit einer, in dem Fall mit einer Paddelwelle, nimmt den ganzen Kram auf, ähnlich aufgebaut wie ein WH, muss man ja wirklich sagen. Und hier hinten dann die Ablagebänder. Und das ist auch ein komplett neues Konzept sozusagen mit diesen Ablagebändern. Wir können also zur Seite fördern oder auch mittig ablegen, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe. Genau, oh, jetzt klingelt das Telefon. Jo, und dann haben wir hier die Rückseite der Tribüne und weitere Gemüsetechnik, und zwar ein Kohlroder von Asalift. Und sehr spezielle Maschine, denke ich mal, für den einen oder anderen, weil der gar nichts mit Kohl zu tun hat. Und zwar sieht es so aus, dass wir hier vorne auch wieder so zwei Torpedos haben. Und man muss dazu sagen, also die Kohlernte ist eigentlich, zumindest so wie ich das von unseren Spezialisten weiß, durchweg reine Handarbeit und super anstrengend, weil man diesen Kohlköpfe halt erstmal unten abschneiden muss und dann in die Kiste packen. Und wenn man natürlich eine Kiste neu anfängt, muss man dann sich darüber beugen und so, und muss so eine super anstrengende Arbeit sein. Und das soll natürlich so eine Karre hier komplett vereinfachen. Funktioniert so, Kohl wächst natürlich ziemlich flach am Boden. Diese Torpedos, ja, ziehen in den Kohlkorb im Prinzip hoch und dieses Gumminetzteil hier hält den Kohl fest und fördert den nach hinten. Und hier seht ihr schon wieder so eine Art Klemmband. Und dann wird der Kohl, oh Moment mal, genau, und dann wird der Kohl hier im Prinzip nach oben gefördert. Hier oben können noch Leute verlesen. Und dann wird der Kohl hier seitlich über diesen Förderarm in ein nebenherfahrendes Fahrzeug in die Kisten, in die Holzkisten direkt reingefördert. Und somit kann man sich, ja, soweit ich weiß, auf jeden Fall die Hälfte mindestens der Leute einsparen für diesen Arbeitsprozess. Und das ist natürlich auf jeden Fall schon mal eine ziemlich geile Sache. Hier geht es weiter mit Gemüsetechnik. Evo 290 hatten wir vorhin zwar schon, aber diesmal eine Maschine customized bei Grimme Manufaktur. Bedeutet, wir haben eine Manufaktur mittlerweile bei uns im Laden, die es ermöglicht, Serienmaschinen so umzubauen auf Kundenwünsche, dass wir eine Stückzahl 1 im Prinzip haben. Und das ist unsere Evo 290 All Crop in dem Fall. Tendenziell eigentlich eine Evo 290 im Grundaufbau, also mit dem Trisys Dreiradfahrwerk. Alle Räder angetrieben, alle drei Räder gelenkt. Hier sieht es auch alles soweit ähnlich aus. Allerdings ist die Maschine komplett für verschiedenste Feldfrüchte ausgelegt. Denn in dem Fall kommt der ganze Kram hier vorne rein. Und wir haben hier hinten jetzt ganz prägnant einen Feinkraut-Elevator, den wir hier hinten verstellen können. Und an der Seite direkt noch einen Feinkraut-Elevator. Und damit sind wir eben gewappnet, um verschiedene Kulturen wie Möhren, Pastinaken, rote Beete, was weiß ich was alles, noch besser roden zu können, sage ich mal. Also das ist wirklich eine Maschine für alles. Also das muss man wirklich sagen. Und das ist irre, was die alles rausfeuert da hinten an Erde, ne? Also das ist echt heftig. Und dann sind wir eigentlich soweit durch. Denn sind wir hier vorne jetzt wieder an der Tribüne und hier fahren eben die anderen Maschinen dann so durch. Jo Leute, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Wenn dem so ist, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und ich hoffe, es wird eine geile Veranstaltung, dass ihr alle nächste Woche hier eintrudelt und dass wir vielleicht mal einen Schnack halten können und dass sich diese ganzen Anstrengungen und Arbeit hier gelohnt haben. Denn, wie ich ja schon ein paar Mal gesagt habe, war das halt super viel Arbeit, das alles aufzubauen. Und ja, sieht nachher irgendwie immer nach nichts aus, wenn man denn hier steht, gefühlt. Also klar, schon ein bisschen, aber nicht so, was da alles reingeflossen ist, ne? Ja, Leute, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.